Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass ich einmal hier an diesem Ort das Grundgesetz hochhalte, um die Tarifautonomie gegen Einmischung von linken Politikern dieses Landes zu verteidigen. Ich werde gleich dezidiert den Kolleginnen und Kollegen der Linken noch mal die Tarifautonomie gemäß Artikel 9 Absatz 3 lohnt sich zu lesen, Frau Kollegin, erläutern. Ich möchte darauf feststellen, dass wir uns heute mit dieser initiierten Aktuellen Stunde in laufende Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst einmischen. Aber mich wundert bei den Linken mittlerweile nichts mehr, nicht einmal der Widerspruch, dass sie beim Thema Tarifeinheit jegliche staatliche Regelung zur Tarifautonomie verdammen, während sie sich heute in aktuelle Tarifverhandlungen einmischen wollen. Wir haben in Deutschland ein grundgesetzlich geschütztes Recht der Tarifpartner, durch freie Vereinbarung Tarifverträge auszuhandeln, ohne dass eine staatliche Stelle mitwirkt. Das nennt man Tarifautonomie. Die Quelle im Grundgesetz ist genannt. Und das, was derzeit im öffentlichen Dienst passiert, ist gelebte Tarifautonomie. Und der Begriff Autonomie als solcher macht schon deutlich, dass die Beteiligten, nämlich die Gewerkschaften auf der einen Seite und die Arbeitgeberverbände auf der anderen Seite, ihre Angelegenheiten selbst betreiben und in Verhandlungen zu einem für beide Seiten vertretbaren Tarifabschluss kommen. Dass dem einen oder anderen aus Ihrer Fraktion da der Rollenwechsel vielleicht manchmal schwerfällt und dann auch eine klare Unterscheidung zwischen Gewerkschaft und Fraktion erfolgt, das mag ich Ihnen persönlich nachsehen. Sie haben grundsätzlich das Thema nicht verstanden, und ich will hier festhalten, dass die Tarifparteien keine Ratschläge aus der Politik bzw. aus dem Parlament benötigen. Und wenn Sie es mir nicht glauben, dann lesen Sie noch mal bei der Gewerkschaft Verdi nach. Ein Tarifvertrag ist ein schriftlicher Vertrag zwischen einem Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband und einer Gewerkschaft. Einmischen ist nicht erlaubt. Und jetzt bitte gut zuhören. Das gilt auch für den Staat. Die Politik ist also gut beraten, sich nicht einzumischen. CDU, CSU werden dieses tun und werden auch dementsprechend hier in dieser Debatte sich verhalten. Wenn es denn der Linken tatsächlich um tarifbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ginge, dann hätten Sie ja zum Beispiel in Brandenburg seit 5 Jahren Zeit. Dort sind Sie nämlich Regierungspartei, und insofern hätten Sie durchaus die Möglichkeit, in der Arbeitgeberfunktion Einfluss zu nehmen. Mir ist nicht in Erinnerung, dass Sie in den Tarifrunden 2011, 2013 oder 2015 über die von der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder ausgehandelten Entgelterhöhungen hinaus mit gutem Beispiel vorausgegangen wären. Nein, Brandenburg hat natürlich 1:1 alle 3 Tarifrunden übernommen. Es gibt dort keine höheren Vergütungen. Bleibt vielleicht noch die Hoffnung, dass sich demnächst in Thüringen, wo Sie ja noch mehr Einfluss haben als Arbeitgeberseite, dann etwas ändern wird. Ich habe dann auch noch mal recherchieren lassen, ob das sich vielleicht auf kommunaler Ebene bei den Linken anders verhandelt, ob es Oberbürgermeister gibt oder Landräte, die wiederum bei den kommunalen Arbeitgeberverbänden sich entsprechend einsetzen würden für entsprechend höhere Abschlüsse, für freiwillige höhere Leistungen bzw. für eine 1:1-Übernahme der Forderung der Gewerkschaften. Auch das ist ehrlicherweise nirgendwo überliefert, dass es derartige Forderungen seitens Ihrer Kommunalpolitiker an dieser Stelle gibt. Sie hängen alle in der Schuldenbremse. Ja, in der Tat, da sprechen Sie einen gewichtigen Punkt an. Wir haben bei den Verhandlungen, die anstehen, eben nicht nur Verhandlungen, die die Beschäftigten des Bundes betreffen, sondern eben auch die Beschäftigten der Kommunen. Und dementsprechend müssen wir auch an dieser Stelle Rücksicht darauf nehmen. Wir sind uns alle einig, dass der Staat, dass Verwaltung, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gerade in diesen schwierigen Monaten der Flüchtlingskrise sehr, sehr viel geleistet haben und dass wir darauf angewiesen sind, dass dort entsprechend die Menschen gute Arbeit leisten und dass diese Arbeit auch entsprechend gut entlohnt wird. Ich stimme dem Bundesinnenminister daher zu, dass das Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nach angemessener Lohnerhöhung natürlich berechtigt ist. Am Ende des Tages müssen die Forderungen auch umsetzbar sein. Leider ist es nicht so, dass der Staat eine Kuh ist, die im Himmel frisst und auf Erden gemolken werden kann. Ich habe es bereits gesagt, die Finanzlage der Kommunen ist in vielen Bereichen prekär. Das müssen wir bedenken. Lassen Sie also die Tarifparteien in Ruhe verhandeln
und uns das Ergebnis der Tarifverhandlung abwarten. Ich bin mir sicher, dass auch in dieser Tarifrunde eine für alle Beteiligten vertretbare Einigung erzielt wird. Abschließend vielleicht noch ein Hinweis, wo wir tatsächlich dann etwas tun können, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken. Die Aufgabe des Deutschen Bundestages wird nämlich darin bestehen, für die knapp 300.000 Beamtinnen und Beamten des Bundes, einschließlich der Soldaten und Richter, eine möglichst inhaltsgleiche Übertragung des Tarifabschlusses zu gewährleisten. Dies haben wir in den letzten Jahren auch geschafft. Das sollten wir dann zu gegebener Zeit entschlossen anpacken. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Das Wort hat der Kollege Albert Weiler für die CDU-CSU-Fraktion.